So, wir sehen hier das Kreuz auf der Kiste. Das heißt, dass man die Kiste verschieben kann. Und genau das tun wir jetzt auch mal. Jetzt kommen wir hier nämlich ganz locker flockig hoch und bedienen den Wandhebel, der bestimmt auch wieder was ganz Grandioses macht. Der Schutt, da ist jetzt mehr Schutt. Gut, zum Glück hat das Schiff nicht leckgeschlagen hier. Das hätte ungünstige Folgen für uns gehabt. Ich nehme an, wir sollen jetzt hier hin. Ja, das ist eindeutig der Schutt, der darunter gekommen ist. Ist es jetzt die Luke, die ich denke, das ist, nämlich die, die uns wieder an diesen ewig großen Abgrund führt? Ja, ist es. Gut, dann schauen wir uns mal weiter hier um. Ja. Das machen wir, da machen wir jetzt gar nicht lang rum. Schwarz. Farbig. So. Jut, jut, jut. So. Leiter 1 und Leiter 2. Ja, wir beginnen mit Leiter 2. Vorausgesetzt, man kommt hier hoch. Das klappt. Schön. Weiß immer bei den Kanten nicht so recht, ob man jetzt hier runterrutscht oder ob das gerade noch ausreichend ist. Ich gehe mal davon aus, dass wir auf die Kante da hinten springen müssen und dann hoch. Genau deswegen habe ich F5 gedrückt. Zweiten Mal klappt es zwar immer, aber halt beim ersten Mal dafür nie. Ich finde es ja wenigstens schön, dass die Beleuchtung auch unter Wasser, nachdem das Schiff offensichtlich schon ja, sehr, sehr lange hier liegt, trotzdem noch so wunderbar funktioniert. Hier gibt es sonst nichts mehr Interessantes, drum gehen wir hier wieder runter. So. Und zur anderen Leiter. Das ist kaputt. Na, 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 na. So. Und hochziehen. Und ich denke, auch hier ist wieder die Devise nach oben arbeiten statt runterschlafen. Genau, hier ist der Schutt runtergekommen, da springen wir also nicht rein. Vielmehr hierhin und dorthin. Das wird zu schräg sein. Jawohl. Das hat ihr das Genick gebrochen.
Oh Mann. Ach so, ja. Jetzt nochmal den alten Hebel ziehen. Naja, wir wissen ja jetzt, wie es geht, ne? Dann geht es ja dementsprechend schneller. Ach, den habe ich schon gedrückt. Okay. Ich bin gerade etwas orientierungslos, aber ich habe meine Orientierung schon wieder. Gut, dann hierher. Das wird nicht einfach, sage ich euch. Liebe Zuschauer und Zuhörer. Der Grand Prix. Na, also ich stelle mich heute wieder wie ein Diplom-Tomb Raider-Spieler an, der mit gutem Grund durch die Prüfung gefallen ist. Versuch's mal von der anderen Seite. Na also, war doch genauso, wie wir es haben wollten. Waffe. Waffe weg. Waffe weg und stattdessen Hebel ziehen. Und jetzt Kamera, danke. Ich glaube, jetzt können wir in diesen Durchgang, weil mehr. Erstens, ja, gibt es keine anderen Optionen mehr. Und zweitens sagt mir das das nette Tomb Raider Girl. So. Also nochmal kurz Luft holen und dann nach unten. Leute. Ich habe jetzt gerade kleine Probleme hier. Ich habe kein Medipack mehr. Und nur noch einen Schläger und irgendeiner mit einer Knarre habe ich hier. Und dann laufe ich auch noch in die falsche Richtung. Ich möchte ja sehr ungern mir hier irgendwas cheaten, aber das ist leider damals noch nicht so recht bedacht worden, dass man hier quasi, wenn man halt ungünstig speichert und so weiter und so weiter. Dass dann genau das passiert. Ja, jetzt habe ich hier ein bisschen geschnitten und muss leider sagen, dass mir das nicht ganz so gut gelungen ist mit dem Taucher. Und deswegen vertone ich diese eine Stelle jetzt gerade nach, wie der Taucher schießt auf uns und wir überleben es nicht.
Ja. Die ungefähr 10 Mal, die ich nochmal gestorben bin, habe ich jetzt einfach rausgeschnitten. Und hier habe ich jetzt eine andere Strategie, und zwar tauche ich auf und warte, bis das Freundchen hochkommt. Und dann werden wir ihm eine sehr unangenehme Überraschung bereiten. Ich sag schon mal, das Ganze war jetzt einfach innerhalb von 5 Minuten ungefähr 10 Schnitte, und deswegen seht er jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Ich werde dann jetzt gleich den Taucher erledigen und dann in den Gang tauchen, aus dem er kommt, und dann durch eine Luke hochtauchen. Und ab da geht es dann wieder mit dem Originalton weiter. Ja, hier haben wir jetzt bedenklich wenig Energie und wir haben einen Schläger dabei und einen mit Schusswaffe. Deswegen muss ich immer in Bewegung bleiben, und glücklicherweise schaffe ich es, den einen zu erledigen. Jetzt darf ich mir nur die gute Position, die ich mir nach 10 Runden ungefähr erspielt habe, nicht auch noch versauen. Und wie wir sehen, Gott sei Dank klappt es. Und weiter geht's im regulären Spielverlauf. Das war jetzt ungefähr der 15. Anlauf. Aber ich habe es tatsächlich geschafft. Zum Glück habe ich Fraps laufen lassen und ohne Cheaten und alles. Aber oh, ist das eine Erlösung hier. Mit dem Kerl da. Dass wir den endlich zerlegt haben. Ja, das Pulsieren im Hintergrund passt wunderbar zur Atmosphäre. Oh, ich habe es erst 10.000 Mal gespeichert. Und jetzt würde ich sagen, Hebel ziehen und durch die Luke gehen. Und das war's mit dem Level. 40 Faden. Zurückgelegte Distanz 2 Kilometer. Medipacks nur 2, ja. Viel mehr hatten wir ja nicht. Und weiter geht's. Das Kapitel Das Wrack der Maria Doria spielen wir dann allerdings das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und Servus.